Wir kommen jetzt zurück zu einer neuen Mission. Und das war unsere Bogenskills. Wenn du jedes Mal wieder auf dich getötet habe, wird das irgendwann langweilig. Okay. Schuss benötigt. Geht schon souverän. Sehr schön. Dann nehme ich mir nur das. Und bin wieder weg. Die Musik ist weg. Das Geschrei der Uruks ist weg, besser gesagt. Ach, cool, ja. Aber gut, vielleicht jetzt. Ja, jetzt ist sie wieder da. Aber ich verstehe die Aufgabe nicht ganz, das muss ich ehrlich sagen. Terrorisieren, ja, wie soll ich ihn terrorisieren? Okay, wo ist die Mission? Können wir mal vergessen. Die haben wir auch schon probiert einmal. Die werden wir jetzt noch hinnehmen einmal. So, Sascha.
übrig ist, ist der Kiff, der voll verrotteter Fische. Wenn ich diesen Waldleuten sehe, werde ich ihn leiden lassen. Bis du ihn siehst, werde ich schon über seine Leiche stehen. Sascha? Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Vorräte warten. Was war das? Dein Wettstein steht schon den... Zeig ich dir, komm her. Sorry, Bro. Niederfeuer auszukühlen, Drohe würde ja einen Sklavenmeister als Brennstoff hineinwerfen. Das würde ich zu gerne sehen. Das würde dem Rest sicher Feuer unterm Hintern machen. Aus der Ferne einen Bolzen in die Brust. Jeder, der nicht stark genug ist, sich von Angesicht zu Angesicht mit seiner Beute zu messen, ist ganz einfach ein Feind. So schon? Könnte aber durchaus schwierig sein. Was ist mit Pico und Ishka geschehen? Ich hab keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. So schon. Seine Befehle von der schwarzen Hand erhalten. Wer sonst könnte sich solch einen ausgefeilten Plan ausdenken? So schon. Also zwei Dolchmissionen haben wir hier noch. Die wir allerdings wirklich nicht schaffen derzeit. Ja, aber die Mission machen wir auch noch. Bevor wir hier eine Folge beenden werden. Unser Feind hat überall Augen. Reiß sie raus.
Gut. Dieser Grog ist eine bittere, aber effektive Medizin. Diese Uruks sind wirklich unredliche Spiegelungen meiner Art. So viel ist sicher. Ich habe gesehen, wie der Tag Hork einen solchen Schrecken eingejagt hat, dass er höchst verlor. Ich hab's nicht. Sehr schön. Ich rieche etwas. Und wo ist noch ein Schütze? Den erwischen wir auch von hier. Servus! Der verfluchte Karagor hat nicht genug Grips zum Weglaufen. Was ist deine Ausrede? Servus! Beim Herrn legt man sich nicht an. Wir reißen dich in Stücke und überlassen dich den Rauchs. So, das war der erste. Zurückzukommen, dann mache ich es jetzt schmerzhafter. Du musst schon lernen, tot. Naja, ich muss sagen, du warst ein wirklich wahrer Gegner. Hast du die Lektion schon wieder vergessen? Blockiert ihn! Oh nein! Dieses Mal nicht! Das ist doch Schrock! Wir sehen uns wieder und ich werde mich rächen! Er darf nicht flüchten. Okay, er darf flüchten. Wir holen uns den anderen.
ich da einen Schleicher? Tut mir leid. Wenn du dich mit Grox und Karagor anlegen willst, dann solltest du zum Bestienmeister in Nordhand gehen. Der kann dir helfen. Ja gut, aber das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und dann. Ciao.